Hallo und herzlich willkommen zurück zu Java. Dieses Mal möchte ich euch was zeigen, was jetzt neu in Java 8 dazu kommt. Also was heißt neu? Für mich ist es jetzt gerade relativ neu. Für euch, die es wahrscheinlich in der Zukunft anguckt, ist es wahrscheinlich nicht mehr so neu. Aber es war dringend nötig, in Java mal was zu ändern an den ganzen Time-Sachen, denn die waren nicht mehr thread-safe. Das bedeutet, wir hatten, wenn wir Multithreading hatten, nicht unbedingt die Garantie, dass der Timer, den wir von Java selbst implementiert haben, auch wirklich die richtige Zeit ausgegeben hat oder sonst irgendwas. Also da kamen schon ein paar komische Sachen zusammen. Und jetzt hat man eben dieses schöne Time-Modul neu gemacht, das Package. Und ja, da hat es ein paar coole neue Sachen gegeben. Die möchte ich euch jetzt vorstellen. Also wie man auch vernünftig mit Zeit arbeiten kann. Also wir haben zunächst mal eine Clock. Und ich nenne das Ding jetzt einfach mal MyClock. Und sag, okay, wir können das ganze Ding natürlich auch selber implementieren. Das ist allerdings eine abstrakte Klasse. So, wir sehen es. Wir müssten dann hier Zeitzonen implementieren, die über irgendwelche IDs gemacht sind und Instance, und das wollen wir alles nicht. Deswegen sagen wir hier ganz easy, wir bleiben bei der normalen Systemuhr. Clock.SystemUTC oder Default Zone ist dann halt die. Ja, die Default Clock, und da kann man halt eine System Clock, also eine Zeitzone, quasi als ID per ID angeben und hat dann die entsprechende Clock. Wir wollen jetzt einfach nur die Systemzeit haben. Und jetzt hat man folgende Möglichkeiten. Man kann sagen, okay, wir wollen jetzt mit Instance arbeiten. Instance Start ist gleich myClock.instance. So, jetzt gebe ich euch das Ganze mal aus hier. Sysout Start. Achso, das muss ich noch importieren. Ja, muss ich. So, und jetzt kann man das hier mal ausgeben lassen. So, und dann hat man tatsächlich schon direkt über die Printline-Methode eine wunderbare Repräsentation der Zeit. Also hier ist das Datum, der 27.01.2015. Um 8:57 Uhr tatsächlich, okay, dann ist es die falsche Zeitzone. Achso, das Ding kennt, hat jetzt aktuell noch keine Winterzeit drin. Ja gut, also bei mir ist es gerade 9:58 Uhr. Gut, okay, meine Systemuhr wird wahrscheinlich ein bisschen daneben liegen. Und hier haben wir sogar die Sekunden. Und hier haben wir sogar die Millisekunden. Wow. Und ja, tatsächlich ist es arschfrüh am Morgen. Ich hatte einfach keinen Bock zu lernen. Gut, also was man jetzt hiermit machen kann, man kann tatsächlich sehr genau die Zeit bestimmen, die hier angegeben wurde. Und wenn wir jetzt einfach noch eine ein Instant machen, Instant End, dann sagen wir myClock.instant, upsala, myClock.instant, so. Und dann können wir uns ausrechnen, wie lange hat es gedauert, um dieses Instant hier zu nehmen und dann dieses Ding hier auszuprinten. Das könnten wir uns jetzt berechnen. Also das ist super gut, wenn wir irgendwelche Laufzeiten haben wollen, dann machen wir das einfach am Anfang einmal und am Ende einmal. Und dann berechnen wir uns die Zeit dazwischen. Das geht auch relativ einfach. Mir ist so gerade noch was aufgefallen, deswegen habe ich gerade so eine lange Pause gemacht. Man kann hier einfach sagen, des Instant ist hier einfach auch Instant Ende. Ich nenne es einfach mal Ende. Kann man auch über Instant.now berechnen. Liefert uns auch ein Instant. Ist aber wurscht. Wir können das auch einfach mal so machen. Also jetzt habt ihr zwei Methoden quasi kennengelernt. Wenn ihr eh eine Clock habt, könnt ihr es über die Clock machen. Ansonsten könnt ihr es auch einfach über Instant.now machen. Gut. Und was man jetzt machen kann, ist, man kann sagen, okay, Duration, sagen wir mal, elapsed. Und das ist einfach, hat auch eine Static-Methode, die wir hier, das heißt, wir müssen Duration gar nicht irgendwie initialisieren oder sowas. Duration.between. Dann haben wir hier Temporal Arc 0 und Temporal Arc 1. Gut, was dann natürlich ein Interface darstellt. Ups, das sollte 0 sein, logischerweise. Und wenn wir hier aber End nehmen, sollten wir das hinkriegen. Gut, und jetzt machen wir das Ganze nochmal mit Sysout über Elapsed. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Also, was bedeutet das jetzt? Es sind 0,04 Sekunden vergangen.
Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon sehr genau, würde ich sagen. Also dieses P hier, das steht für eine Periode. Und dieses T, das trennt quasi, wie wir hier auch sehen können, das T trennt das Datum von der aktuellen Uhrzeit. Jetzt haben wir schon 9 Uhr, also 10. Und ja, genau. Also so arbeitet man quasi mit Durations. Gut, dann haben wir natürlich noch mehrere andere Sachen, die wir hier auch noch benutzen können. Ich lösche die beiden Sysouts mal hier raus. Ansonsten wäre es hier, wird's hier ein bisschen unübersichtlich in der Ausgabe nachher. So, wir haben Local Time. Local Date haben wir natürlich auch. Local Time ist eine, ich nenne es einfach mal All Time, ist gleich Local Time. Und dann haben wir hier mehrere Methoden. Gut, Max, Midnight, ja gut, Noon, ja okay. From, Now ist natürlich wieder die aktuelle Zeit. Now von der Clock, Now von der Zeit-ID, Off, und jetzt wird es interessant. Jetzt kann man hier natürlich coole Sachen mitmachen. Wir sagen hier einfach mal 12, 30, 0 und 0. So. Und was das jetzt macht, ist, ich gebe es gerade mal wieder aus, Sysout, LTime, mal gucken, ob das funktioniert, ich glaube ja. Ja, die haben alle wunderschöne Sachen. Es ist 12:30 Uhr, das heißt, wir können hier sozusagen einfach das hier reinschreiben. Und ja, das hier sind die Stunden, das hier sind die Minuten, Sekunden und Millisekunden. Wenn ich jetzt hier eine 20 reinpacke, dann wird das Ganze noch ein bisschen genauer an. Das sind sogar Nanosekunden hier, das sind nicht mal nur Millisekunden. Also hier habe ich quasi 12:30 Uhr, 0 Sekunden und 20 Nanosekunden. Eine ziemlich genaue Sache, also. Ja, gut. Was wir dann noch machen können, ist natürlich auch das Datum eingeben. Aber was ich euch auf jeden Fall noch zeigen wollte, also Datum, ich denke mal, das kriegt ihr hin. Was ich euch auf jeden Fall noch zeigen wollte, ist Folgendes. Wir haben hier auch noch eine Parse-Funktion, also die ja hier Char-Sequence nimmt, also ein String. Und da können wir einfach irgendwas eingeben, wie zum Beispiel 12:30. Und das rechnet uns dann quasi aus, okay, 12 Doppelpunkt 30, das wird wahrscheinlich 12:30 Uhr sein. Das macht das automatisch für euch. So, dann kann man natürlich auch noch ein paar andere Sachen machen, wie Local Date Time. Das zeige ich euch auch gerade mal noch. Local Date Time. Da ist dann natürlich beides in einem drin. Und da sagen wir dann einfach Local. Local Date. Punkt. Und, nein, nicht Local Time, das hatten wir schon. Local Date. Punkt. Und dann sehen wir hier, okay, wir können hier auch wieder ein Now abrufen. Wir können hier ein Integer, noch ein Integer und noch ein Integer angeben. Okay, das zweite ist der Monat, das erste ist der Tag und das letzte ist natürlich das Jahr. Also das ist jetzt einfach mal das Datum dann. Das können wir auch in der Datetime drin speichern. Und dann hat es halt so eine Default-Zeit. Ich glaube, das ist Mitternacht. Ja, wahrscheinlich. Und hier können wir aber den Monat auch noch als Enum eingeben. Also Month-Punkt. Ich zeige es euch gerade mal. Also hier kann man sagen, der erste. Upsala. Na, komm schon. Der erste Month-Punkt, dann haben wir hier quasi alles als Auflistung, September, Oktober, November, Mai etc. und so weiter. Sagen wir einfach mal, hier ist es Februar und als Argument sagen wir 1900. Und wir haben schon wieder, oder ich habe schon wieder ein Enter zu viel gemacht. So, ach so, ja, das ist jetzt natürlich nur ein Local Date. Da müssten wir natürlich dann Local Date Time machen. Und jetzt geht's schon wieder. Da brauchen wir dann allerdings natürlich noch ein paar mehr Argumente, nämlich hier eine Uhrzeit. Scheinbar gibt es doch keine Default-Zeit. Ich dachte, es gäbe eine Default-Zeit. Gut, und jetzt haben wir den 1. Februar 1900, 12:30 Uhr hier als Zeit. Und da kann man dann irgendwelche Zeitspannen berechnen oder sonst irgendwas machen. Da gibt es natürlich auch coole Sachen. So, und jetzt möchte ich euch noch was Cooleres zeigen, falls es überhaupt geht. Ich muss nur ganz kurz gucken. Hier brauchen wir noch eine Local Date Time. DT2. Und das sagen wir dann einfach mal Local Date Time Punkt.
Punkt, da jetzt auch wieder eine Parse-Funktion geben. Aber ich finde, das irgendwie über eine Parse-Funktion so ein ganzes Ding anzugeben, ist schon relativ schwierig. Da sagen wir dann einfach mal, okay, der erste. Upsala. Zweite 1993, nein, das ist nicht mein Geburtsdatum, nur so zum sagen, das ist einfach gerade eine random Zahl gewesen, um 20:35 Uhr, so. Und jetzt sagen wir Folgendes, wir sagen, okay, wir haben eine Periode, Period, und elapsed ist gleich Period.between. Und dann haben wir hier natürlich zwei Perioden. Das kann natürlich auch negativ sein. Das heißt, es ist nicht egal, in welcher Reihenfolge ihr das angibt. Achso, elapsed haben wir ja schon. Und das ist nicht cool. Das Ganze nimmt hier nur Local Dates, keine Date Time. Das heißt, wir müssen hier das Ganze natürlich noch ein bisschen ändern. So. Logischerweise hier natürlich auch Local Date und nicht Local Date Time. So, und jetzt haben wir hier eine Period Between und können die einfach mal ausgeben. Und die Ausgabe ist wirklich das Allercoolste hier in der ganzen Java, weil die werden quasi automatisch in dieses Printline, also diese Printline hier kann automatisch erraten, wie das jetzt auszusehen hat. Ah, es gibt eine Exception tatsächlich. Weil das Format andersrum ist. Na super. Okay, schauen wir uns das Ganze nochmal hier an. Bei Local Date ist es ein bisschen anders scheinbar. Hier haben wir ein. Gut, dass es immer nur als Arg dabei steht. Okay. Also sagen wir hier 1900 und hier sagen wir Month. Punkt. Februar und hier sagen wir der erste. Ja, perfekt. Also, es geht gerade andersrum. Hier, so. Jetzt. Und was wir jetzt hier haben, ist eben das Ganze als Jahr. Also 93 Jahre liegen dazwischen. Ja. Scheinbar hat es mit den Schaltjahren genauso hingehauen, dass es exakt 93 Jahre waren. Das ist Zufall. Ich habe es echt nicht vorher ausgerechnet, wenn wir jetzt hier einfach mal noch anderen Monat reinpacken. Dann sehen wir hier 93 Jahre und einen Monat. Und jetzt sagen wir hier noch ein paar Sachen, wie einfach zwei. 93 Jahre, ein Monat und ein Tag liegen dazwischen. Und das ist tatsächlich echt eine coole Sache. Also das rechnet euch eigens aus, wie viele Jahre, Tage, Sekunden, Nanosekunden in diesem Fall hier oben dazwischen liegen. Und ja, hilft euch da wirklich super, das alles auszurechnen. Gut, die ganzen Formatierungssachen lasse ich jetzt einfach mal weg. Da gibt es dann, wobei ich zeige es euch. Ich zeige es euch jetzt doch noch. Also man kann sich seine Daten selbst formatieren. Und ich würde jetzt einfach mal hier oben dafür ein Local Date Time erstellen mit local datetime Punkt, ich mache es einfach mal easy now. So, und jetzt sagen wir hier, okay, wir haben einen Pattern, die nennt man irgendwie immer so, und dieses Pattern soll folgendes sein: Wir haben hier Jahr viermal, dann haben wir Monate und dann haben wir Tage. Jetzt können wir das Ganze aber auch umdrehen, also so war es quasi, wie ich es hier oben eingeben musste. Jetzt wollen wir das Ganze aber wirklich haben, wie wir das normalerweise machen, nämlich Tag, Monat, Jahr. Dann wollen wir ein Leerzeichen drin haben. Dann wollen wir Stunden, Minuten und Sekunden haben. Und dann kann man das nämlich folgendermaßen machen. Wir sagen, okay, Date, Time, Formatter.
Datetime Formatter ist gleich Datetime Formatter Punkt Off Pattern. Und dann können wir hier ganz easy sagen, okay, wir geben hier unser Pattern an und das wird alles automatisch umgewandelt. Und dann sagen wir, okay, sysout datetimeformatter.punkt. Und dann haben wir hier die Methoden, die wir quasi brauchen. Also sowas wie .format. Und dann hier ein temporal accessor. Das wäre dann zum Beispiel unser datetime. So. Jetzt geben wir das mal aus. Das System out hier, das lösche ich mal. So. Und jetzt haben wir hier das Ganze als 27.01.2015 um 10.12 Uhr und 59 Minuten. Wow, habe ich schon wieder ein 16-Minuten-Video. Okay. Also das heißt, über dieses Pattern hier könnt ihr entscheiden, wie ihr das haben wollt. Da gibt es natürlich dann auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel, man kann hier einfach nur Monat 1, also einmal im Monat eingeben. Dann wird das Ganze hier natürlich vorne gekürzt. Allerdings vorsichtig sein, wenn ihr hier irgendwie, wenn ihr das Ganze zu kurz macht und dann seid ihr zum Beispiel, upsala, im Dezember, dann haben wir ein Problem. So, wenn wir das als kleiner Monat eingeben, dann sehen wir, es passiert was Furchtbares, weil kleiner Monat, also klein m für Minuten steht, wollte ich euch nur mal gezeigt haben. Allerdings weiß ich gerade nicht, für was groß d steht. Das funktioniert genauso. Also, jetzt wisst ihr, wie man Instance berechnet, Clocks benutzt, Datetimes benutzt, Dates benutzt, eine Periode ausrechnet und über Pattern die Daten formatiert. Gut, sehr schön, das freut mich. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr liked, wenn ihr kommentiert und wenn ihr natürlich abonniert. Und ansonsten, eure Videowünsche würde ich auch gerne in den Kommentaren oder sowas sehen, finden. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.